Hi Leute, hier ist HiCarb Christian. Eigentlich wollte ich nur ein sehr kurzes Video darüber machen, warum ich in den nachfolgenden What I Eat in a Days, die ich so bis wahrscheinlich Februar drehen werde, auch wenn ich furchtbar daran bin, die zu drehen, weil ich irgendwie es nie schaffe, alles zu filmen, was ich an einem Tag esse, mehr Fett konsumiere. Und weil ich dachte, das wird ein ziemlich kurzes Video, dachte ich, dass ich das mit einem anderen Thema kombiniere, was dazugehört und was genauso wichtig ist, nämlich die Angst vor bestimmten Makronährstoffen. Um es kurz zu machen, ich esse im Winter eigentlich so gut wie immer mehr Fett. Der Grund dahinter ist, dass meine Haut ziemlich wählerisch ist. Dafür hasse ich meine Gesichtshaut wirklich, Leute. Weil durch die enormen Temperaturschwankungen, die man hat, ne, also man geht nach draußen, es ist total kalt, man kommt nach drinnen, es ist alles mega warm, trocknet meine Haut relativ schnell aus und ich kann sie mit Feuchtigkeitscreme zuschmieren, wie ich will. Das betrifft auch meine Hände, es betrifft auch meine Beine, also alles, was irgendwie irgendwann mal mit kalter Luft in Kombination kommt oder so oder in Verbindung kommt, es trocknet einfach aus und ich habe halt keinen Bock, das die ganze Zeit mit Feuchtigkeitscreme zuzuschmieren, wenn ich auch einfach am Tag eine Avocado essen kann und das Problem ist gelöst und deshalb esse ich halt die Avocado am Tag. Avocado ist gesund oder Walnüsse esse ich auch, Walnüsse sind auch gesund, warum sollte ich sie nicht essen? Dementsprechend, das ist der Grund, warum ich im Winter mehr Fett esse und außerdem wird mir dann auch einfach nicht so verdammt kalt. Ich fröstel einfach total, wenn ich wenig Fett esse. Also wenn ich unter 10% oder gerade 10% Fett esse im Winter, wenn ich das leicht nach oben schraube, fühle ich mich damit einfach viel, viel besser. Viele Leute haben Angst, mehr Fett zu konsumieren oder mehr Protein zu konsumieren oder mehr Kohlenhydrate zu konsumieren. Das finde ich immer ganz bizarr, dass man sich darauf versteift, einen bestimmten Makronährstoff entweder auf ein Podest zu heben oder ihn zu dämonisieren. In der High-Carb-Szene ist es das Fett und zum Teil auch das Protein, das dämonisiert wird. Auch pflanzliches Protein zum Beispiel. Somit ja, das ist schlecht für die Nieren und so, obwohl dieses Argument eigentlich nur für tierisches Protein gilt und sowas. Oder dass manche Leute irgendwie wirklich Angst haben, einen Teelöffel Leinsamen am Tag zu essen, weil, oh mein Gott, ich werde zunehmen. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, sind es ja so viele Fettkalorien und ich werde davon so und so viel zunehmen. Und das ist essgestört. Das ist meiner Meinung nach wirklich essgestört, sich bei jedem Gericht oder bei jedem Ding, das man irgendwie isst, zu fragen, wie viel Kohlenhydrate hat das, wie viel Protein hat das, wie viel Fett hat das? Die Wahrheit ist nämlich, wir brauchen alles. Wir brauchen sowohl Kohlenhydrate, wir brauchen sowohl Protein und wir brauchen auch Fett in unserer Nahrung. Zwar nicht in den komischen Verhältnissen, die manche Leute so vorschlagen, sowas wie, ne, möglichst keine Kohlenhydrate, möglichst ganz viel Fett und ganz viel Protein. Wenn man sich das anguckt, was zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, und das sind die Leute, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie sprechen, ist das ja so 70% Kohlenhydrate, 65% irgendwie sowas und der Rest dann so Protein und Fett, so halb halb oder zwei Drittel, ein Drittel. Und das spricht immer per se dagegen, dass man ein Kohlenhydrat dämonisieren sollte. Ein Kohlenhydrat, ein Makronährstoff dämonisieren sollte, weil es nicht geht, einfach einen aus der Ernährung auszuschließen, denn wir brauchen alle. Es kommt halt auf das Verhältnis an. Und dann ist es ja auch nicht so, dass wenn man an einem Tag jetzt mal ein Esslöffel Leinsamen zu viel ist oder so, dass man dann stirbt oder Gewicht zunimmt oder sowas, sondern es kommt halt auf die Ernährung allgemein an. Es kommt auf das große Ganze an. An meinen Gott, an manchen Tagen isst du halt mehr Protein, an anderen Tagen isst du weniger Protein. Das ist nichts, wo man so verkrampfen sollte. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich nur auf Kohlenhydrate, Proteine und Fette konzentriert und alles andere, was Lebensmittel zu bieten haben, vernachlässigt, das zu ziemlich komischen Fehlschlüssen führen kann. Es ist nämlich nicht so, dass Lebensmittel nur aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten bestehen. Ansonsten wird ein Apfel so aussehen wie ein Haufen Zucker. Oder ein Teelöffel Erdnussbutter würde aussehen wie Öl. Das zeigt schon, dass es irgendwie ziemlich absurd ist. Da steckt noch mehr dahinter. Es stecken Ballaststoffe dahinter, es stecken sekundäre Pflanzenstoffe dahinter. Es stecken Vitamine dahinter, es stecken Mineralien dahinter. Dementsprechend finde ich das irgendwie komisch, Lebensmittel nur auf ihren Makronährstoffgehalt zu reduzieren. Und das kann, wie gesagt, zu Fehlschlüssen führen, wie zum Beispiel, was habe ich mir aufgeschrieben? Ach ja, allgemein,
Diesen ganz komischen If it fits your macros, so von wegen, ja, ist es doch scheißegal, wenn es deiner Makronährstoffverteilung, die du dir vorher ausgesucht hast, entspricht, dann ja, haust dir rein. Wo ich mir nur so denke, nein, weil es nicht nur auf die Makronährstoffverteilung kommt. Ein, wie ich meine, sehr aktuelles Beispiel dafür ist diese sehr komische Empfehlung, Sprite zu trinken, um Gewicht zu verlieren, weil, ja, weil es ist High Carb und Kohlenhydrate machen halt schlank, ne, weißt du doch. Und Fette machen halt dick, deshalb trink Sprite, um Gewicht zu verlieren und iss aber keine Avocado. Wo ich mir denke, das ist doch total bigott. Wie kann man sowas denn denken? Vielleicht, wenn man Kalorienverbrauch von 3000, 4000 Kalorien am Tag hat und Triathlon macht oder sowas und wirklich, wirklich die Kalorien nicht durch Essen reinbekommen kann. Ja, dann trink doch deine gottverdammte Sprite. Auch wenn ich sagen würde, kauf keine Sprite von Coca-Cola, sondern misch dir meinetwegen selber oder so. Aber für die Mehrheit der Leute ist das kein guter Tipp, um Gewicht zu verlieren. Denn das beste Getränk, um Gewicht zu verlieren, ist, sorry, etwas, das kein Zucker oder eben keine Energie enthält, nämlich Wasser. Wasser ist allgemein das beste Getränk. Und da dann Sprite zu empfehlen, das entzieht sich meiner Logik. Warum nicht etwas, was mehr Ballaststoffe hat zum Beispiel oder überhaupt Vitamine hat oder überhaupt Mineralstoffe hat und was auch viel mehr sättigt als Sprite und dann unterm Strich auch viel weniger Energie hat, warum das nicht vorzuziehen ist gegenüber Sprite. Das sind solche Fehlschlüsse, die entstehen können, wenn man sich nur auf die Makronährstoffe konzentriert. Und das ist total lächerlich, Leute. Ihr müsst das gesamte Lebensmittel im Blick haben. Da gibt es ein ganzes Buch drüber von T. Colin Campbell namens Whole. Kann ich sehr empfehlen. Das zeigt eben, dass es ziemlich blödsinnig ist, sich so reduktionistisch auf einen Makronährstoff oder auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Das ist sowas wie, als ob ich jetzt sagen würde, ich brauche heute noch, keine Ahnung, Eisen. Deshalb esse ich jetzt nur, was wäre eine schlechte Quelle von Eisen? Rotes Fleisch. Ne? Man muss halt gucken, was für Vorteile, was für Nachteile hat das? Und bei rotem Fleisch würde ich halt sagen, zieh dir das Eisen vielleicht lieber aus Brokkoli oder aus Grünkohl, weil das unterm Strich halt besser ist. Es hat mehr Phytonährstoffe, es hat überhaupt mehr Vitamine und Mineralien, wenn man in Betracht zieht, dass rotes Fleisch zum Beispiel Cholesterin hat oder gesättigtes Fett hat. Dementsprechend, ihr müsst die Ernährung gesamt betrachten und gute Informationen darüber, wie eine gute wissenschaftlich fundierte Ernährung aussieht, kriegt man bei der Weltgesundheitsorganisation, auch wenn ich da nicht mit allen Schlussfolgerungen übereinstimme. Man kriegt solche Informationen bei Dr. Greger von nutritionfacts.org, auch in seinem tollen Buch How Not to Die. Es gibt es jetzt auch auf Deutsch. Oder meinetwegen auch bei Dr. McDougall, aber nicht in irgendwelchen Webforen und auch nicht bei irgendwelchen High-Carbern, die Sachen behaupten, die einfach völlig gegen den gesunden Menschenverstand gehen, wie das Sprite ein gutes Getränk zum Gewichtsverlust wäre. Dorian Ryder hat damit angefangen. Dorian Ryder ist schizophren. Dorian Ryder hat eine psychische Störung. Und ich finde nicht, dass man ihm alles abkaufen sollte. Erst recht nicht, wenn er so etwas sagt. Also, ich finde das schade, weil ich eigentlich denke, dass gerade High-Carber sollten mehr auf sowas achten, so es zählt nicht nur, ob etwas High Carb ist, sonst kann man auch den ganzen Tag fettarmen Kuchen essen, der aus Weizenmehl, also aus Weißmehl und weißem Zucker gemacht ist. Ja, es ist High Carb, ist gesund. Nein, eben nicht. Ne? Da würde ich ehrlich gesagt einen Teller Linsen, der deutlich mehr als 10% Protein hat oder sogar mehr als 5% Protein hat, was einige irgendwie jetzt zu favorisieren scheinen, würde ich immer noch dem 98% Kohlenhydratkuchen aus Weißweizenmehl und weißen Zucker vorziehen. So einfach ist das. Ich glaube, die Moral von diesem Video ist einfach, guckt nicht auf Lebensmittel isoliert, ob sie ein Kohlenhydrat oder ein Protein oder ein Fett sind, weil das keinen Sinn ergibt, weil man Lebensmittel nicht nur auf den Makronährstoffgehalt reduzieren kann. Nur weil etwas High Carb ist, heißt das noch lange nicht, dass es irgendwie gesund ist oder dass es gut zum Abnehmen ist. Ne? Der Kuchen zum Beispiel oder die Sprite.
Und seht es nicht so eng, ihr müsst nicht jeden einzelnen von euren Ernährungstagen in Chronometer eingeben. Das hilft niemandem, das macht alle nur verrückt, vor allem macht das euch total verrückt. Und ab und zu abchecken, ob ihr alle Mikronährstoffe bekommt und dann ist alles gut. Und wenn ihr es kalt im Winter habt, dann esst mehr Avocado. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen gelabert war, glaube ich. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Sicher, wenn ihr mich abonniert. Ich habe übrigens die 4000 geknackt. Ich danke euch. Das ist total awesome. Ich mag meine Abonnenten total. Denn die Leute, die mir Hasskommentare schreiben, sind nicht meine Abonnenten. Also sind meine Abonnenten toll. Ihr seid toll. Wir sehen uns. Tolle Leute. Ciao.